Wir zeigen eine einzigartige Retrospektive des Künstlers Karl Hagemeister. Und das Besondere ist, dass er hier wirklich in seiner gesamten Laufbahn zu sehen ist. Karl Hagemeister ist 1848 in Werder an der Havel geboren und ja, als Naturbursche aufgewachsen. Die Havel ist sein Refugium. Karl Hagemeister ist ein Künstler, der sich wirklich mit den Naturphänomenen beschäftigt. Er beschäftigt sich eigentlich mit dem, was immateriell ist. Wind, Luft, Wasser, aber natürlich auch die Reflexion des Lichts. In den späteren Jahren fährt er mit seinem Kahn die Uferzonen ab und spürt dort seine märkischen Motive auf. Das hat ihn immer sehr interessiert. Die Grashalme, ja, Flora und Fauna, was sich dort am Wasser abspielt. Wir haben wirklich einen Künstler, der mit ja, einer großen Virtuosität auch mit, nicht nur mit Pinsel arbeitet, zum Teil mit Hasenpfoten oder er arbeitet nachher ganz pastos, zum Teil auch mit den bloßen Händen. Ein Künstler, der sich sozusagen ja, mit seinem Stil komplett neu erfindet und ja, wichtige Akzente setzt im Bereich der Freilichtmalerei.